Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen! Der EU-Länderbericht zur digitalen Dekade bescheinigt Deutschland sehr gravierende Mängel. Minister Wissing hat ihn offensichtlich nicht gelesen nach seiner Rede. Aber welche digitalpolitischen Weichen stellt die Ampel in diesem Haushalt? Zum dritten Mal gibt es kein Digitalbudget. Die ersten beiden Jahre gab es Ausreden, diesmal die endgültige Absage. Nachhaltigkeit sollte ein Schwerpunkt der Ampel sein, aber im BMDV-Haushalt für dieses Jahr finden sich dafür 0 €. Minister Wissing setzt weiter auf einen parallelen Netzausbau im Mobilfunk und auf Überbau statt Open Access bei Glasfaser. Das bremst aber den Ausbau und es verschärft die Klimakrise durch unnötigen Ressourcenverbrauch. Die Verkehrswende, die wird gebremst, denn geplante Zuschüsse für die Ladeinfrastruktur werden um 290 Millionen € gekürzt. Schön ist zwar, dass jetzt 4,5 Millionen € für Repair-Cafés im Haushalt des BMUV drinstehen, aber im Haushalt 23 gab es auch schon 2 Millionen dafür und genau 0 € wurden ausgegeben. Ich hoffe sehr für die Repair-Cafés in diesem Land, dass es in diesem Jahr nicht wieder eine Luftnummer wird. Denen möchte ich im Übrigen auch mal Danke sagen. Die leisten nämlich ehrenamtliche Arbeit, vor allem im ländlichen Raum, und leisten damit einen unschätzbaren Beitrag nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern auch für das Soziale. Unterfinanziert ist aber auch die IT-Sicherheit. Im Haushalt des BMI fehlen 38 Millionen € für das BSI, sagt die Präsidentin des BSI. Und sie sagt auch, dass manche Aufgaben nur noch rudimentär erfüllt werden können. Das ist bei der steigenden Bedrohungslage wirklich inakzeptabel. Außerdem zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf meine aktuelle schriftliche Frage, dass aktuell 750 Stellen im Bereich der IT-Sicherheit im Bund unbesetzt sind. Fast jede dritte Stelle auch im BMDV, hört der Minister leider gerade nicht. Fast 80% im Gesundheitsministerium und dort sogar schon seit Jahren Prioritäten so wichtig. Apropos, das Zentrum für digitale Souveränität, das den Open-Source-Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung entwickeln soll, bekam sein Budget halbiert. Die Stärkung von Open-Source war der Ampel aber eigentlich super wichtig. Trotzdem lässt sie das Zendis am langen Arm verhungern, und das ist ein strategischer Fehler. Das digitale Verwaltungskernbudget im BMI wurde um 99% gekürzt, aber ohne die versprochenen Ausgleiche in den Haushalten der anderen Ressorts zu sichern. Dafür fördert die Ampel ungebremst Hype-Tech. Im BMBV gibt es 500 Millionen für KI, im BMDV über 60 Millionen und darunter sogar 2,5 Millionen, um ein totes Pferd weiterzureiten, nämlich für sogenannte skalierbare Blockchain-Lösungen. Mein Fazit: Nachhaltigkeit, digitale Verwaltung, Open Source, IT-Sicherheit, alles das ist unterfinanziert, weil die Ampel falsche Prioritäten setzt und weil sie an der Schuldenbremse festhält, die inzwischen sogar konservative Ökonomen und Topmanager kritisieren. Sie kommen zum Ende, bitte. Das ist nicht sparsam, sondern gefährlich, weil es an notwendigen Investitionen in die Zukunft fehlt. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Caroline Wagner hat das Wort für die SPD-Fraktion.